Hi, herzlich willkommen. Hallo, wie geht's euch? Geht's euch gut? Das ist schön. Ich werde heute Burger machen und dann im Anschluss gibt es ein kleines Mukbang und Live-Update. Ich meine, mein Leben ist jetzt nicht so interessant, aber vielleicht gibt's da den einen oder anderen, der was hören möchte und dafür ist das doch da. Dieser Teil des Videos entsteht in Kooperation mit Kaufland, denn Kaufland möchte auf etwas aufmerksam machen. Auf die etwas anderen. Die etwas anderen sind Gemüse- und Obstsorten, die vernachlässigt werden. Ungeliebte Kinder sozusagen. Und ganz ehrlich, so sind wir nicht. Wir lieben jeden, egal welche Form oder Farbe sie haben. Wir schauen auf die inneren Werte. Und deswegen gibt es bei Kaufland Obst- und Gemüseabteilungen, in denen man verformte, zu kleine, zu große, krumme, schiefe Gemüsesorten, wie zum Beispiel Karotten, Kartoffeln, oder Äpfel finden kann. Zusätzlich haben wir das Problem, dass viele Lebensmittel, die produziert werden, am Ende in der Tonne landen. Das finde ich extrem schade natürlich. Und als Kaufland dann zu mir kam und gesagt hat, hey Vanessa, wir haben hier Ecken, wo Lebensmittel kurz vorm Mindesthaltbarkeitsdatum stehen, war ich erstmal total verwundert. Ich habe das irgendwie noch nie so wahrgenommen. Und als ich dann zu Kaufland gegangen bin und mir das angeschaut habe, fand ich das mega gut. Deswegen werde ich heute Burger machen mit Zutaten, die kurz vorm Ablauf sind. Wie wir wissen, ist das Mindesthaltbarkeitsdatum ja kein Datum, wo man sagt, hier, ab diesem Tag ist vorbei. Da kannst du das nicht mehr essen. Wir haben ja immer noch unsere Sinne und wir können ja ein Brot fühlen, wir können riechen, wir können schauen, gibt es denn schon irgendwelchen Schimmel drauf? Nein, dieses Brot sieht fantastisch aus. Und das Beste ist, wenn man mal darauf achtet, kann man sogar noch Geld dabei sparen. Und das finde ich klasse, das möchte ich unterstützen. Und deswegen kochen wir heute mit Zutaten, die fast abgelaufen sind. 5 Tipps, um Lebensmittel zu Hause vor der Tonne zu retten. Überlege dir, was du in nächster Zeit kochen wirst und kaufe nur die Lebensmittel ein, die du auch wirklich brauchst. Produkte, die das Mindesthaltbarkeitsdatum zu Hause überschritten haben, erst gründlich prüfen, bevor man sie wegwirft. Gebe Obst und Gemüse eine zweite Chance und schneide die schlechten Stellen ab, bevor sie komplett in der Tonne landen. Über Apps und Social Media Gruppen findest du dankbare Abnehmer für deine Lebensmittel, die du nicht mehr verbrauchen kannst. Reflektiere deinen Verbrauch und schaue, was du in Zukunft noch besser machen kannst. Ich würde sagen, ich beginne mal mit einem kleinen Haul-Video. Was habe ich so gefunden? Was habe ich eingekauft? Brot für 50% günstiger. Ich habe jetzt nichts von den etwas anderen mitgenommen, weil wir tatsächlich Kartoffeln und Äpfel noch zu Hause hatten und ich wollte jetzt nicht extra fürs Video, nur um es zu zeigen, es kaufen. Und dann am Ende schmeiße ich das weg und der Sinn ist irgendwie so überhaupt nicht mehr da. Eine Zitronen-Limettenschorle, die möchte ich sofort probieren. Wieso habe ich nur Gläser mit Alkohol? Ich habe noch ein zweites Mikro hier stehen. Wenn ihr meine Story gesehen habt, dann... wisst ihr das. Deswegen... für meine ASMR-Freunde ist das jetzt ein kleiner ASMR-Moment. Cheers! Ah, fantastico. Und nur 14 Cent. Toll. Kommen wir jetzt aber zu unserem Burger. Dafür fangen wir an mit der Grillsoße. Und da muss man ja wirklich sagen, Soße ist für immer haltbar. Also, wie lange wir Soßen benutzen, wir haben ja nichts. Grillsoße für 39 Cent. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Die sind bis zum 15.12. haltbar. Black Buns. Passend zu Halloween sind es einfach schwarze Burgerbrötchen. Die habe ich zum Beispiel im Kassenbereich gefunden, da wo die ganzen reduzierten, nicht gekühlten Waren stehen. Dann gibt es noch einen Camembert von Demeter, 30% günstiger. Und heute ist das Ablaufdatum. Dann habe ich natürlich vegane Burger-Patties geholt. Es gibt auch tatsächlich sehr viel Fleisch in diesen Kühlabteilungen. Und da sollte man wirklich immer mal hinschauen. Und was ich bei der Gemüse- und Obstabteilung mitgenommen habe, ist dieser leicht angegammelte Salat. Aber da macht man einfach nur die äußeren Blätter ab. Und drinnen ist der noch fresh und gut. Der hätte 1,46 € gekostet und ich habe 29 Cent bezahlt. Da kickt der Ostblock rein. Dann machen wir mal Burger, ne? Ich werde jetzt die Patties anbraten, die Burgerbrötchen ein bisschen knusprig machen, Käse drauf, Soße drauf, Salatblätter drauf. Und dann sehen wir uns beim Mukbang-Teil wieder. Woo! Disclaimer. Sehr geehrte Damen und Herren, nun beginnt der Mukbang-Teil des Videos. Das bedeutet, ich werde reden und essen. Laute Schmatzgeräusche sind dabei leider nicht vermeidbar. Also schalten Sie jetzt weg, falls Sie diese nicht aushalten können. Tada! Hier sind meine gruseligen Burger. Könnt ihr euch vorstellen, dass diese Zutaten in der Tonne gelandet wären? Ich nicht. Bevor ich die erste Frage beantworte, muss ich aber unbedingt jetzt probieren. Okay. Guten Appetit! Mmh.
Ich finde auch Rugby gut mittlerweile. Ersatzfleisch schmeckt, besonders Burger Patties. Burger Patties sind richtig gut. Wow, hier habe ich noch Tortilla Chips. Die hatte ich aber noch zu Hause. Ich habe gerade drüber nachgedacht, wie lange es schon her ist, seit ich mein letztes Mukbang-Video hochgeladen habe. Und ich glaube, das sind das schon 2 Jahre. 3 Mal war eine Mukbang. In meiner Erinnerung habe ich so Mukbang 3 Mal gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Videos. Warum habe ich damit aufgehört, ey? Die hätten schwarzen Sesam benutzen können. Warum haben sie denn weißen Sesam benutzt? Ja, schwarz ist bestimmt teurer. Okay. Live-Update, Leute. Und falls ihr so richtig Bock habt, in die Kamera zu schreiben. Aber Vanessa, das ist voll eklig mit dem Schmatzen. I'm sorry. Okay, okay. Wichtigste Frage vorab. Wo ist Mirella? Ich glaube in Nürnberg. Ich bin mir aber gerade nicht so sicher. Oh Mensch, hier. Ach, ihr seid ja so süß. Das ist wirklich nett. Wie geht es dir? Das ist eine gute Frage. Wenn du mich jetzt auf der Straße sehen würdest und fragen würdest, Vanessa, wie geht es dir? Dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja, alles gut. Ich muss aber ehrlicherweise, weil ich im Internet ja die ehrlichste Person bin und im Real Life nicht, es geht mir zurzeit komisch, weil ich aber auch so einen Wandel irgendwie durchmache. Also ich merke, dass mein Charakter sich gerade wieder so ein bisschen verändert, formt, definiert, hier noch weitere Begriffe einfügen. Und das ist immer so eine Zeit, wo man dann immer viel an sich selber beobachtet. Und deswegen geht es mir teilweise nicht so blendend. Aber ich glaube auch, das liegt an Corona. Ich habe zu den Leuten gehört, die wirklich sehr entspannt waren. Was heißt entspannt? Obviously, es hat mich halt nicht sehr betroffen, obwohl es war am Anfang doch schon spürbar. Aber es hat mich halt, ich bin im Internet unterwegs. Das ist Social Distancing at its best. Und jetzt merke ich aber langsam so einen Frust in mir aufkommen. Also Frust in dem Sinne, ich will wieder irgendwie ein bisschen normales Leben. Und es geht nicht, ich weiß. Und wir müssen halt noch diese Zeit abwarten, aber ich fange an, Sachen zu vermissen, die ich gar nicht gedacht hätte, dass ich sie brauche in meinem Leben. Naja, aber wir haben echt andere Probleme als irgendwelche jungen Menschen, die gerne jetzt feiern gehen wollen würden. Definitiv. Nee, aber sonst geht's mir gut. Um deine Frage zu beantworten. Bist du noch mit Timo zusammen? Das wird mein Titel. Ich glaube, ich vergesse immer zu sagen, also ich mache ja viele Stories. Ich höre, die Kamera ist gerade. Ist sie gerade? Sie sieht relativ gerade aus. Ich vergesse ja immer, dass ich quasi im Internet ja eine Geschichte erzähle, gerade auf Instagram.
Und Timo musste für Projekte in letzter Zeit oft weg, über Tage. Also war ich zu Hause, habe mich gefühlt wie ein Single, war auch richtig lonely. Da hat der richtig der Justin Bieber Song reingekickt. I'm so lonely. Naja, auf jeden Fall, ja, ich bin noch mit ihm zusammen. Ja, ich bin mit ihm zusammen. Sehr glücklich. Aber er war jetzt halt lange nicht da. Also er war immer wieder da, musste wieder weg. Aber es haben tatsächlich sehr viele Leute gefragt. Viele Leute wollten wissen. Aber ich rede da offen drüber. Also, ich finde es auch nicht schlimm, wenn ihr mich fragt. Gerade wenn er lange nicht zu sehen ist. Ich habe ihn euch ja vorgestellt, meiner Internetfamilie. Und ich sehe es als selbstverständlich, dass euch das dann interessiert, ob wir zusammen sind oder nicht. Ob alles in Ordnung ist oder nicht. Ich kann ja nicht steuern, was euch interessiert. Beziehungsweise habe ich ja dafür gesorgt, dass euch meine Beziehung interessiert, wenn ich sie öffentlich mache. Wie geht dein Partner mit deinen Angststörungen um? Ist er dir Hilfe oder Last? Also, viele haben auch gefragt, ob ich noch meine Angststörung habe. Und da kann ich sagen, nee, habe ich nicht mehr. Ich habe sie überwunden. Ich habe ja schon öfter erzählt, wie ich meine Angststörung losgeworden bin. Einerseits durch Hypnosetherapie, die aber jetzt extrem teuer ist und ich sie niemandem so einfach empfehlen würde. Ich glaube, da kostet eine Sitzung 350 Euro, also das war schon eine gute Investition meines Lebens. Aber deine Seele will frei sein. Bestes Buch. Für mich. Dieser Mensch hat mir so meinen Kopf gewaschen, auf eine positive Art, hat er mich 180 Grad rumgedreht. Also ich kann es ja nochmal kurz sagen, ich habe ein Wochenende gehabt, da habe ich gesagt, okay, ich räume jetzt auf, irgendwie Grundputz, das mache ich so alle paar Wochen mal. Und dann habe ich so dieses Hörbuch gefunden, weil mir das irgendjemand in die Kommentare geschrieben hat. Und dann habe ich das angemacht, habe angefangen zu putzen. Alle 10 Minuten kamen mir wirklich die Tränen, weil er so, der hat so gesagt, komm Vanessa, ich nehme dich bei der Hand, ist alles nicht so schlimm, guck mal, das ist so und so und du siehst das falsch, weil das ist so und so. Da sehe ich meinen gottverdammten Tisch, ich habe die ganze Zeit meinen Mukbang-Tisch gesucht. So ein Tisch, der das Essen so ein bisschen höher macht. So sensieren. Naja, und dann habe ich dieses Hörbuch dieses Wochenende durchgehört und ich bin, I shit you not, ich bin danach zu Timo gegangen. Ich habe es richtig gespürt. Da war wie ein Schalter, der umgelegt war. Ich bin zu Timo gegangen, habe gesagt, Timo, just so you know, meine Panikattacken sind weg. Also ich habe keine Angststörung mehr. Ich habe das nicht mehr. Und Timo war so ein bisschen vorbelastet, weil ich halt immer mal wieder gekommen bin und gesagt habe, oh, die Hypnose hat voll gut geholfen, ich glaube, jetzt ist es bald vorbei. Oh, das hat gut geholfen und so. Deswegen war er so, ja, ist doch gut. Aber geglaubt hat er es nicht. Und irgendwann dann nach Wochen hat er wirklich gesagt, krass, ich hätte es nicht geglaubt. Also ich dachte, du bist wieder einfach nur hyped auf irgendwas Neues, aber du bist wie ausgewechselt. Das war geil. Das war echt geil. Vor allem hat das Hörbuch 9,99 Euro oder so gekostet. Also einmal Audible Guthaben. Best investiertes Geld ever. Okay, hoffentlich nicht zu persönlich, aber wie gehst du mit dem Thema Angst um? Angst, und da zitiere ich meinen Bruder, Angst lähmt euch.
Angst ist eigentlich dafür da, wofür ist Angst da? Um euch zu beschützen. Und genauso könnt ihr es auch sehen. Wenn ihr Angst verspürt, sagt ihr, ah, danke Körper. Danke, dass du mich beschützen willst, aber hier ist nichts. Wenn das so leicht wäre, bräuchten wir keine Psychologen. Ich bin grundsätzlich ein sehr ängstlicher Mensch. Aber das Schlimmste war Angst vorm Tod und Angst vor Krankheiten und Angst vorm sich verletzen. Und das muss man wegnehmen. Ich weiß ja jetzt noch, dass ich sterben werde. Ich weiß, es wird der Tag kommen. Und ich weiß, der Tag muss nicht mit 80 kommen, sondern der kann auch mit 35 kommen. Und früher hat mir dieser Gedanke mega viel Angst gemacht. Aber heute ist es wirklich für mich so ein Gedanke, ey Vanessa, du hast eine Ewigkeit, ne? Mach die Dinge, die dich glücklich machen. Chill mal deine Base. Du musst nicht jedem gefallen. Du musst nicht die krassesten Sachen erreichen. Wenn du für dich das erreichst, was für dich reicht, also wenn du deine Ziele erreichst, dann ist doch gut. Und wenn dein Ziel ist, nicht länger als 2 Stunden am Tag zu arbeiten und sonst zu chillen, dann ist das dein gottverdammtes Ziel. Und man sollte aufhören, sich fertig zu machen über irgendwelche Leute, die einem was reinreden wollen, wie man zu sein hat. Die Zeiten sind vorbei. Wir haben 2020. Das war ein schönes Jahr. Aber es ist jetzt vorbei. Also, ich glaube, jetzt beginnt die Zeit der geistigen Stärke. Was ziehst du persönlich aus 2020? Ich habe das Gefühl, eure Fragen sind richtig schön gegliedert durch das, was ich sagen möchte. 2020. Ich ziehe aus 2020. Ich ziehe aus 2020, dass die Welt wieder zusammenkommen muss. Ich habe das Gefühl, noch nie hat sich die Gesellschaft so in so 2 Lager aufgeteilt. In der Zeit, in der ich Dinge bemerke. Es fühlt sich halt an, also, ey, Corona-Gegner. Das ist genau das Problem bei Corona-Gegnern, beziehungsweise bei den ganzen Verschwörungstheoretikern. Das Problem ist, dass sie nicht bei sich bleiben können, ihre eigene Welt. Sie suchen unbedingt den Fehler und das Problem im Außen. Irgendwer muss doch dafür schuld sein, dass sie sich so fühlen, wie sie sich fühlen. Und dadurch verrennen sie sich in irgendwelche Geschichten, in irgendwelche Verschwörungen, in irgendwelche, keine Ahnung, Demos gegen Masken, weil die Masken und Kinder sterben bei den Masken. Das ist alles nicht bewiesen, das ist alles so bei den Haaren herbeigezogene Aussagen. Bleibt mal bei euch. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wie viele Leute ich gerade offended habe. Nein, 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 du verstehst das gar nicht. Das Internet hat sich verändert. Ich habe das bei Suella gesehen. Sie hat auch so ein Live-Update gemacht. Und sie hat gesagt, früher war das Internet so ein cozy place, wo man halt drin verschwinden konnte, um vom echten Leben zu verschwinden. Und heutzutage verschwindet man ins echte Leben, damit man das Internet mal ausblenden kann und Social Media und so. Und das stimmt echt. Wo ist Timo? Die Leute, ihr seid echt interessiert, ne?
Also wie gesagt, Timo ist im Nebenraum. Der war in meinen Storys und so nicht dabei, weil er einfach immer woanders war. Bei seinen ganzen Mistresses. Ich habe Emily in Paris geguckt. Und deswegen sind jetzt nicht mehr Affären für mich, sondern Mistresses. Ich finde dieses Wort Mistresses ist so geil. Das hat irgendwie so was Erhabenes. I'm his mistress. Also, Affäre. Wann hast du das letzte Mal Tränen gelacht? Tränen gelacht? Habe ich letztes Wochenende, als ich bei meinem Bruder war, und wir haben so ein Würfelspiel, Trivial Pursuit. Wir haben Trivial Pursuit gespielt. Und es war so bescheuert und lustig dabei, weil mein Bruder hat noch eine beste Freundin, also ist auch meine Freundin, eine gemeinsame Freundin. Und ich finde, sie ist einfach der lustigste Mensch der Welt. Und bei ihr muss ich wirklich Tränen lachen. Ach so, ich kann ja auch ein bisschen erzählen. Das wäre vielleicht auch mal ganz interessant, wo ich so die letzten Wochen die ganze Zeit abgehackt. Das schreibt. Nee. Ach so. Ich krieg eine Nachricht von jemandem, die heißt, wie die beste Freundin, die uns immer so zum Lachen bringt. Und ich dachte, sie schreibt. Aber es ist eine andere, die sich gerade vorgestellt hat. Hallo, ich bin Piep von Piep. Ich erzähl euch mal, wie das so lief die letzten Wochen bei mir. Was hast du so gemacht, Vanessa? Wo warst du? Ich war hin und her gerissen. Musste immer wieder nach Buxtehude, also ins alte Land musste ich fahren. Und hin und her und hin und her. Weil meine Mutter ins Krankenhaus gekommen ist. Ich sag natürlich nicht, was mit ihr war und so. Sie war 6 Wochen da und... Oder 7? War keine schön lange Zeit. Naja, und die erste Zeit hatte halt mein Vater Urlaub. Und dann bin ich gekommen und habe halt geholfen, das Haus aufzuräumen, ne? Bisschen Ordnung zu machen und so. Für meinen Bruder da zu sein. Und dann wurde aber relativ schnell klar, dass meine Mutter halt zu krank ist und das alles zu lange dauert und mein Vater wieder zur Arbeit muss und keiner da ist für Kito. Und das war dann halt erstmal so ein kleiner Act. Man muss erstmal so ein bisschen seinen Eltern so ein bisschen sagen, was Sache ist. Aber wir haben einfach die Lebensretterin bekommen. Eine so nette, tolle Pflegerin ist gekommen. Und die wohnt jetzt bei meinen Eltern. Und dann, da sie bei meinen Eltern wohnt, muss ich natürlich auch ein Zimmer für sie vorbereiten. Mein Dachboden, also mein altes Zimmer, der Dachboden, sah aus, als ob da 7 Jahre lang keiner rumgelaufen wäre. Und das war auch so, 7 Jahre lang ist da keiner rumgelaufen. Außer meine Nichte, die hatte ab und zu mal geschlafen. Aber es war ein großes Chaos. Und es waren viel Kinderspielzeuge, alte Kisten, irgendwelche Dachboden halt, das war eine Rumpelkammer. Naja, und dann, das Beste war, dann haben wir meine Mutter angerufen und ich habe das gesagt. Ich so, Mama, wir werden den Dachboden für sie machen. Ah, sehr schön. Mein Vater steht daneben. Und ich sag, weil ich die Farbe im Zimmer gehasst habe. Es war so ein hässliches Gelb. Und dann hat sie noch so, meine Mutter ist eine, so ein Van Gogh, so ein bisschen wahnsinnig. Dann hat sie angefangen, Reis in die Farbe zu mischen und auf die Wände zu klatschen, um so einen Raufaser-Look zu kriegen. Das war die billigere Variante fürs Verspachteln. Und dann wollte sie ja diesen Raufaser-Look kriegen und am Ende hast du da einfach nur diesen Reis, der an der Wand klebt, den da auch über Jahre, den ich auch mal ab und zu abgepult habe oder meine Freundin. Deswegen habe ich ihr am Telefon gesagt, meine Mutter hasst Weiß. Falls sie die anderen Videos gesehen hat, Terrakotta-Hölle. Dann habe ich gesagt, ja, und ich würde gerne Weiß streichen. Mein Vater steht daneben und grinst schon so. Meine Mutter sagt, ja, Weiß, vielleicht lieber so Eierschale. Ich so, okay.
habe gar nicht gedacht, dass das, also mein Hirn konnte gar nicht so schnell hinterherkommen. Mein Vater steht daneben so, denkt sich so, guter Joke, Vanessa. Und in dem Moment dachte ich mir so, nee, Mann, meine Mutter hat es gerade erlaubt. Ich darf in diesem Haus etwas weiß streichen. Ich so, alles klar, dann mach ich das. Leg auf. Und mein Vater grinst so, hey, war voll lustig, ne, weiß streichen. Ich so, Papa, du denkst, ich habe Mutter verarscht. Ich habe dich verarscht. Wir streichen weiß. Naja. Dann habe ich weiß gestrichen. Das war toll. Und dann habe ich aus dem ganzen Haus habe ich irgendwelche Dekoartikel genommen, irgendwelche Körbe, irgendwelche Decken. Habe so richtig Tine Wittler da oben gespielt. Und es ist wirklich so schön geworden. Da hatte ich ein gutes Gefühl. Da habe ich gedacht, ja, da kann sie drin leben. Das ist nicht so, hier ist dein Bett und irgendwie ein Schrank. Sondern es war so ein richtiges, guck mal, das ist dein Zimmer. Aber sie ist echt, sie ist ein Goldstück. Ich habe sie jetzt kennengelernt. Aber meine Eltern haben jetzt einfach sowas wie so ein Dienstmädchen, ne? Das war auch strange. Weil ich hab dann so am. Ich war dann zu Besuch und dann sitze ich am Frühstückstisch oder Mittagstisch. Und irgendwann steht sie auf und fängt an, die Teller abzuräumen. Und das ist halt. Ich finde das nicht in Ordnung, weil sie ist ja quasi bezahlt dort. Deswegen habe ich dann am nächsten Tag. Ich richtig schnell aufgegessen, bin schnell aufgesprungen, habe alle Teller abgeräumt und hast du in ihrem Blick gesehen, dass sie so sagte so, hey, nee, warte doch mal, das ist mein Job. Und ich so, nee, sorry. Die sind mit Grünkohl und Spinat. Schmeckt man aber gar nicht. Also, schmecken gut. Naja, und jetzt ist meine Mutter wieder zu Hause. Ihr geht so lala. Die Wunden und so müssen noch heilen. Das dauert. Wollt ihr euch demnächst ein Haustier holen? Ja. Oh mein Gott. Ich will so gerne einen Hund haben. Früher hatte ich Katzen. Und eigentlich dachte ich auch immer, dass ich ein Katzenmensch bin. Aber ich glaube, ich bin ein Hundemensch. Weil ich ja zu Hause war. Bin ich mal mit meinem Hund da gegangen und habe mich halt auch um den Hund gekümmert, weil das ganze, mein ganzes Familienhaushalt ist zusammengebrochen. Dadurch, dass meine Mutter weg war, mein Vater musste irgendwie Urlaub nehmen, arbeiten gehen. So, und dann habe ich mich halt um den Hund gekümmert. Und ich hatte plötzlich so Spaß daran, mit diesem Hund zu gehen, ihn zu füttern, ihn zu kämmen, ihn zu pflegen. Dass ich echt jetzt gerade schon richtig Bock habe auf den Hund. Es tut mir so leid. Ich hab so Bock. Aber ich werde mir keinen holen. Das wäre unverantwortlich. Ja, das wäre schon unverantwortlich. Wir sind noch zu viel unterwegs dafür. Und wir haben nicht so direkte, zum Beispiel, wir haben auch keine direkten Nachbarn, die mal einspringen könnten. Das wäre halt immer ein Act. Wie bleibst du bei diesem ganzen Mist mit dem Lockdown so gut drauf? Fällt langsam echt schwer. Behaltet eure gute Laune, Leute. Also wie die Dinge sind, das kann ja eine perspektivische Frage sein. Man kann sich's ja auch zum Beispiel schön machen. Unsere Pläne für den Lockdown, hat auch jemand gefragt. Unsere Pläne für den Lockdown zum Beispiel sind, wir wollen einen Harry Potter Marathon machen, einen Herr der Ringe Marathon, aber nicht nur einen Marathon, sondern wir kochen auch was dazu, machen vielleicht irgendwelche Süßigkeiten, halt irgendwie. Mir wird es super fehlen, irgendwie was essen zu gehen, sich mit Freunden zu treffen. Ja, Leute, die Situation ist einfach sad, aber man muss wirklich das Beste draus machen. Es gibt, also, sagen wir mal, in ein paar Monaten. Das hatte ich jetzt zum Beispiel nach dem letzten Lockdown auch. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich nicht mehr meine Base gechillt habe.
wenn man es kann. Natürlich reden wir hier nicht von den systemrelevanten Berufen, die sich vieles nicht leisten können. Auch kein Chillen, kein Dings. Bei denen geht das einfach ganz normal weiter. Vielleicht sogar noch anstrengender als vorher. Aber für die, die in dieser glücklichen Situation sind, dass ein bisschen gerade alles runtergefahren wird, nehmt das als Geschenk. Wenn ihr das als Bestrafung nehmt, vielleicht ärgert ihr euch noch ein paar Wochen und sagt dann, oh, da war es wieder. Jetzt ist alles wieder so stressig. Da im Lockdown, ey, da habe ich ja nur in meiner Jogginghose gechillt. Vielleicht ist es auch mal ganz gut. Die Welt dreht sich weiter und die dreht sich manchmal aber ein bisschen zu schnell, habe ich das Gefühl. Und wenn man schon mal so einen Monat bekommt, wo man halt nicht viel machen kann, außer bitte Vitamin D nehmen und geht bitte spazieren. Sucht euch einen Grund, um rauszugehen. Ihr müsst ja nicht in eine Straße gehen, die irgendwie voll beladen ist, sondern einfach bitte rausgehen, frische Luft schnappen, nicht in der Bude hocken. Machst du wieder Vlogmax? Das heißt nicht Vlogmax. Vlogmax. Ja, ich mach wieder Vlogmas. Ab dem 1. Dezember geht's los. Ich freue mich da sehr drauf. Dieses Mal ziehe ich das bis zum 24. durch. Das könnt ihr euch sicher sein. Wie wäre dein Leben ohne YouTube geworden? Das ist eine ganz schön tiefe Frage. Wir machen jetzt mal 5 schnelle Fragen mit Tommy. Nee, wir machen einfach schnell Fragen. Ich schaffe den Burger nicht mehr, leider. Ich esse ihn später auf. Und vielleicht. Obwohl, der sieht gar nicht so hässlich aus. Spendest du manchmal Blut? Nee, habe ich noch nie gemacht. Würde ich aber gerne mal. Wie geht's dir mit den Augen? Sehr gut. Meine Augen sind gut. Ich habe Augentropfen, die helfen dagegen. Und seit ich keine Cola mehr und so trinke und allgemein sehr auf meine Ernährung achte, frische Sachen esse, habe ich keine Lichtempfindlichkeit mehr. Was hast du so für Zuhauseaktivitäten für den Lockdown geplant? Harry Potter Marathon. Malen. Herr der Ringe Marathon. Buch lesen. Essen. Ausschlafen, viel Tee trinken, im Bett kuscheln, Lichter anmachen und mit Timo kuscheln. Bunkerst du und wie wirst du mit dem nächsten Lockdown umgehen? Ich werde ihn den Lockdown annehmen. Ich werde sagen, komm Lockdown. Und können wir mal darüber sprechen, das ist ja kein softer Lockdown, oder? Also, man wird gebeten, zu Hause zu bleiben. Man darf nicht irgendwie über 2 Haushalte, 10 Personen und sowas draußen sein. Alle Geschäfte sind zu, alle Sportaktivitäten sind zu, außer die Schule. Also wir dürfen noch arbeiten gehen und also in die Schule. Aber so ein Lockdown, oder? Das ist ein Lockdown. Ach so, letztes Jahr, nee, nicht letztes Jahr. Letztes Mal war ja sogar Spielplätze und so zu. Ist es dieses Mal auch wieder so? Ist Timo dein Future Husband? Wirst du Timo heiraten? Kannst du es dir vorstellen, Timo zu heiraten? Willst du mal heiraten? Das ist das Juicy, was euch interessiert. Ja, ich möchte heiraten. Also zurzeit kann es ja nur Timo werden, wenn sich noch was ändert. Aber ich warte hier noch auf den Antrag. Ich wüsste gar nicht. Das ist immer so eine Frage, wenn man schon länger zusammen ist, ne? Dann denkt man so, wenn er mich jetzt fragen würde, würde ich ja sagen. Und ich kann das nicht ganz mit 100% beantworten. Ich finde, also wenn man dann in der Situation ist, dann ist immer was anderes. Ich habe immer Angst davor, dass wenn man in der Situation ist, dass man plötzlich denkt, nein, ich... Das wäre so sad irgendwie, wenn man da vorher nicht drüber nachdenkt. Aber ja. Mal gucken, was die Zukunft sagt, gell? Was hilft dir gegen Panikattacken? Gegen Panikattacken, Leute, hilft eine Sache. Ich habe da vorne am Anfang schon drüber gesprochen, aber hört nicht auf, dran zu arbeiten. Akzeptiert das nicht. Das ist so, als ob ihr, keine Ahnung, eine Krankheit, also Panikattacken sind eine Krankheit. Ich finde, zu keinem Zeitpunkt seiner Panikattackenzeit, wenn man es hat, darf man das akzeptieren? Nun ja, ich bin jetzt halt ein Mensch mit Panikattacken. Das ist der falsche Weg. Und ja, ich weiß, Therapeuten zu finden, die einem helfen können, das dauert ewig. Man kriegt dann einen Termin in 6 Monaten. Aber dann hast du schon mal einen Termin gemacht.
Und es gibt viele Möglichkeiten. Gruppentherapie, Hypnosetherapie, Hörbücher. Einfach Bücher, die einem ein bisschen helfen, geistlich sich weiterzuentwickeln. Und vielleicht hilft es dann einem auch, die Panikattacken loszuwerden. Meine Therapeutin war so begeistert von mir, weil ich zu ihr gekommen bin und gesagt habe, oh, ich habe seit 6 Monaten Panikattacken und ich will jetzt unbedingt was dagegen machen. Und sie hat mich angeschaut, 6 Monate? Manche Leute kommen hier rein und haben es 11 Jahre. Und dann denke ich mir so, hä, aber was machen die denn die 11 Jahre? Ja, die haben es dann einfach und akzeptieren einfach, dass sie so leben müssen. Und das ist der falsche Weg, weil wir sind ja mittlerweile schon so weit, dass wir sagen, geistliche Krankheiten sind Krankheiten. Als ob du jetzt den Arm brichst oder irgendwas im Kopf hast. Wie Panikattacken. Und du würdest dir ja jetzt auch nicht den Arm brechen und sagen, ich muss jetzt meinen Arm schonen. Ich muss so leben. Oh, hier ist voll das Grün drauf. Ich muss jetzt so leben, dass nichts meinen Arm... Ich muss jetzt so leben, dass nichts meinen Arm anstößt. Weil ich habe einen gebrochenen Arm. Nein, du gehst zu Ärzten, du gehst zu Menschen, die dir helfen können, diesen Arm wieder zu reparieren. Und dann kümmerst du dich darum. Und das machen viele Leute mit psychischen Sachen nicht. Ich sag mal geistlich, irgendwie zu... mit psychischen Sachen. Eine depressive Phase zu haben ist okay und man darf es auch nicht vergessen, man kann auch eine depressive Phase haben. Ich finde immer, viele Leute zeigen sehr auf den Finger mit auf einen, wenn man sagt, ich fühle mich in letzter Zeit depressiv. Du weißt ja gar nicht, was Depressionen sind, das ist eine Krankheit. Ja, das nimmt auch keiner weg, nur weil man sagt, ich habe mich in der letzten Zeit depressiv gefühlt. Das kann man haben. Dafür braucht man keine diagnostische, irgendwie einen Arzt, der einem sagt, wenn du dich depressiv gefühlt hast, dann ist das so. Und man kann das sowas alles mal haben, aber wenn etwas nicht mehr weggeht, wenn eine Angststörung, also wenn eine Panikattacke kam und dann die nächste und dann bei der dritten und du merkst, du fängst an, deinen Alltag einzuschränken und du sagst, ich nehme jetzt doch nicht die Bahn, weil in der Bahn habe ich mal eine Panikattacke gegeben, nee, in dieses Restaurant kann ich nicht gehen, weil da habe ich mal eine Panikattacke drin bekommen. Ich gehe, keine Ahnung, nicht mehr mit Freunden das und das machen, weil manchmal kriege ich da eine Panikattacke. Das ist kein Zustand, in dem man leben sollte. Und ich muss ehrlich sagen, so schnell, wie ich in diese Panikattacken reingerutscht bin, das hat sich nicht angekündigt von wegen, oh, wenn du dich jetzt noch so überlastest, wenn du nicht auf dich hörst, wenn du in dieser Stresssituation bleibst, kriegst du in 2 Wochen eine Panikattacke. Nee, das kam natürlich super schleichend. Und dann war es plötzlich da und das hat mich so überrannt und ich habe mich so hilflos gefühlt, aber ich habe 2 Tage gebraucht und habe dann angefangen zu gucken, was ich dagegen tun kann. Ich habe endlos viele Bücher gehört, zu Therapeuten, Akupunktur, ich habe einfach alles gemacht, weil ich das aber auch nicht akzeptieren wollte und das ist auch in Ordnung. Akzeptiere niemals irgendwelche Sachen, die du wieder ändern kannst. Weil Panikattacken können wieder gehen und du musst keine 10 Jahre damit verbringen, dich so einzuschränken und dich schlecht zu fühlen. Ja, jetzt komme ich nicht mehr aus dieser Scheiße raus, ne? Wie war dein Führerschein? Ich bin 2-mal durchgefallen. 2-mal in der schriftlichen und 2-mal in der praktischen. Machst du noch Sport? Nein, ich wünschte. Bist du momentan zufrieden mit deinem Drehzimmer? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was ich daran ändern soll. Es ist furchtbar. Boah. Leute, ich bin heute Morgen so früh aufgestanden, weil ich so Angst hatte, dass ich dieses Video nicht pünktlich schaffe. Denn es geht heute online, wenn ihr es seht. Wenn ihr bis hierhin überhaupt geschaut habt, das würde mich freuen, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, auch wenn ihr kein Kommentarschreiber seid. Ich muss das hier mal ein bisschen mit diesem, wie heißt das? Engagement? Meine Community, meine Zuschauer müssen ein bisschen mehr engagen. Das mag YouTube, das sagt YouTube. Ja, super klasse. Deswegen, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mir ein 4-zeiliges Gedicht. Damit sich die Leute wundern, die nur in die Kommentare reingehen und sie lesen wollen, warum da Gedichte stehen. Also 4 Zeilen. Das muss ich reimen. Und dann würde ich sagen,
bis zum nächsten Mal. Wenn euch das gefallen hat und ihr unbedingt noch andere Sachen wissen wollt, dann schreibt sie mir sehr gerne in die Kommentare. Also außer dem Gedicht. Vielleicht mache ich das wieder öfter. Ich wollte gerade sagen, wenn es gut ankommt. Aber eigentlich sollte es ja bei mir gut ankommen. Ich möchte es, also ich muss es machen wollen. Aber das ist das Problem mit allem auf dieser Welt, ne? Wenn das nicht genug Klicks macht, warum soll ich es dann tun? Ja, wir schauen mal. Wir schauen mal, wie es ankommt. Ich schaue mal, wie es mir auch am Ende gefällt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht beim Zuhören. Und denkt dran, Kaufland. Die Ecken, wo reduzierte, nah am Mindesthaltbarkeitsdatum stehende Produkte sind. Und die etwas anderen auch mal mitnehmen. Die ein bisschen hässlicheren, ne? Und ihr findet Links noch in der Videobeschreibung. Da findet ihr zum Beispiel Rezepte von Kaufland. Und nochmal die etwas anderen. Bis dann. Tschüss. Eure Vanessa.